Verordnung erläutert Schritte zur Prävention. Auch im Gemeindegebiet von Bozen tritt seit einigen Jahren die Tigermücke Aedes albopictus auf. Die Tigermücke ist aufgrund ihrer großen Verbreitung zu einer Belästigung für die Bevölkerung geworden, auch wenn laut heutigem Kenntnisstand keine gesundheitlichen Schäden befürchtet werden müssen. Dennoch kann die Tigermücke in Ausnahmefällen ein gesundheitliches Problem für die Bevölkerung unserer Stadt darstellen, wie dies in der Vergangenheit bereits in anderen Teilen Italiens, zum Beispiel in der Po-Ebene, der Fall war, heißt es einleitend in der Verordnung zur Bekämpfung der Tigermücke. Um die Verbreitung der Tigermücke zu kontrollieren, wird die Gemeindeverwaltung in Kürze eine Vorbeugungskampagne starten mit dem Ziel, die öffentlichen Flächen zu kontrollieren und zu desinfizieren. Zudem werden die Bürgerinnen und Bürger im Rahmen einer Informationskampagne aufgeklärt, denn die Maßnahmen sind nur wirksam, wenn sie auf öffentlichen und privaten Flächen umgesetzt werden. Die Tigermücke kommt aus Südostasien, ist eine sehr charakteristische Mücke, ist ein bisschen kleiner als die normalen Mücken, die wir eben von den Urlaubsreisen kennen. Sie ist übertags aktiv und nicht nachts, ist ziemlich aggressiv und ist eben schwarz mit weißen Streifen, also sehr klar erkennbar. Derzeit ist die Tigermücke nicht gefährlich. Ihr Stich ist sehr schmerzhaft und lang anhaltend. Aber wenn eine Person aus endemischer Zone kommt und die Infektionskrankheit mitnimmt, kann es schon sein, dass diese Stechmücken sich infizieren und dann sie auf andere Menschen übertragen und innerhalb kürzester Zeit eine Epidemie ausbrechen kann. Es handelt sich um eine etwas beunruhigende Mitbewohnerin. Sie heißt Tigermücke und ist seit einigen Jahren auch in unserer Stadt präsent. Heuer haben wir eine Taskforce aufgestellt, um dieser Mücke den Kampf anzusagen und mindestens die Anzahl der Exemplare so gering als möglich zu halten. Die Stadt macht ihren Teil der Arbeit. Im gesamten Gemeindegebiet werden Tausende von Kanalschächte, Brunnen, Parks und Gärten behandelt. Wir brauchen aber auch die Mitarbeiter, Bürger und Bürgerinnen, denn die Mücken fliegen und so müssen sie auch auf den privaten Balkons, in den Gärten und so weiter bekämpft werden. Gli interventi del comune sono sulle aree pubbliche, strade e giardini. Die Maßnahmen der Stadt betreffen die öffentlichen Bereiche, Straßen und Parks. Im Wesentlichen besteht unser Eingriff darin, larventötende Substanzen in die Kanalschächte zu geben. Dieses Mittel wirkt etwa einen Monat lang und muss dann neu eingesetzt werden. Die Maßnahme erfolgt also im Juni, im Juli, im August und im September. Dasselbe wird in den Parks, bei Teichen oder kleineren Brunnen gemacht. Auch von den Privateigentümern in Wohnhäusern und Gärten verlangen wir, dass sie die gleichen Maßnahmen ergreifen. Diese Larvenbekämpfung ist von der Umwelt her vertretbar und unbedenklich. Wir verbieten gleichzeitig Spritzmittel an Hecken oder Bäumen zu verwenden, weil diese Methode sehr bedenklich ist. Man muss also gegen die Larven und nicht gegen die erwachsenen Insekten vorgehen, um nicht alle Insekten ohne Unterschied zu töten und um nicht Giftmittel in die Ernährungskette einzuführen, die dann auch von den Vögeln aufgenommen werden könnten.